Schule, so wie sie ist, hat sie sich ja gar nicht verändert. Sie ist so als allgemeinbildende Schule schon 1911 gewesen, so wie sie jetzt 2011 ist. Und sie war gut, nämlich für den Zweck der primären Literacy an möglichst viele zu geben. Vielen Leuten möglichst schnell und effizient lesen und schreiben auf einem ganz niedrigen Niveau beizubringen. Dafür war Schule gut. Niemand sagt sie schlecht. Bloß jetzt haben wir eine andere Gesellschaft. Jetzt passt sie nicht mehr. Und es geht nicht um schlecht und gut, sondern es geht, ob sie noch adäquat für die heutigen Bedürfnisse ist. Und das ist sie nicht. Aber müssen wir dann lernen neu denken oder müssen wir Schule neu denken? Das sind ja doch wesentliche Unterschiede. Das Lernen ist ja was anderes als die Schule. Wir müssen einen neuen Lernbegriff entwickeln. Ja. Also. Ich kann nicht folgen. Wir sind bei Lernräumen, reden dann über Unterricht. Unterricht und Lernen sind jetzt bei der Schule neu denken und ich habe Schwierigkeiten, dem zu folgen und die Begrifflichkeiten mal so auseinanderzunehmen, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir hier ein Problem. Das hatten wir eben schon mal in der Session auch, dass wir gesagt haben, lass uns doch erstmal versuchen, irgendwie ein Problem jetzt zu finden, von dem wir dann ausgehen können. Also du hast eben verschiedenste Alternativen von Unterricht erwähnt und die als Entwicklung aufgezeigt. Hast aber den Begriff Unterricht nicht ausgewechselt, sondern hast du davor die Worte ausgewechselt. Gleichzeitig reden wir darüber, dass wir hier schöne Lernräume haben und sagen, dass wir doch, wenn wir solche Lernräume in der Schule hätten, wir auch guten Unterricht machen können. Ich kann in diesen Lernräumen frontalen Unterricht machen. Das heißt, der Lernraum bedingt natürlich eine Atmosphäre. Heißt aber überhaupt noch nicht, was ich da drin dann auch für Unterricht mache, wenn ich nämlich klassisch denke. Das heißt, ich kann in einem alten Gymnasium von 1911 auch vollkommen innovativen Unterricht machen, wenn wir nämlich in so einem Gymnasium beispielsweise ein Barcamp machen und da sind nur Leute, die motiviert sind und ihre eigenen Ideen da reintragen. Deshalb können wir das hier mit der Regelinstitution Schule erstmal gar nicht direkt vergleichen. So, jetzt kam noch, wie hat sich Schule entwickelt und passt sie nicht mehr in die neue Zeit? Jetzt kann ich mir gleich selbst schon nicht mehr folgen. Also die Frage ist, wo das Gebäude und das System. Wir reden nicht vom Schulgebäude. Wir haben ganz am Anfang hier vom Gebäude gesprochen. Ja, aber da bin ich ja längst weg von. Ja, aber das war vom Systemschule. Okay, das war eine Ebene. Geschichte, ja? Ja, weil ich rede vom Systemschule. Gut, aber dann haben wir da eben, glaube ich, nicht auf einer Ebene gesprochen, denn einigen ging es hier, glaube ich, eben ganz konkret um das Gebäude am Anfang. Deshalb ist die Frage, auf was möchte man sich jetzt irgendwo hier einigen, worüber reden wir? Geht es um System Schule, was wir irgendwie anpassen wollen, weil es nicht mehr in die Industrialisierung passt? Das heißt, wir wollen nicht mehr produzieren aus der Schule für einen Arbeitsmarkt? Oder wollen wir noch produzieren für einen Arbeitsmarkt, der sich aber inzwischen gewandelt hat? Und welches Verhältnis ist da? Es ist eine andere Frage, wie wenn wir uns überlegen, welche Lern- und Unterrichtsbedingungen sind jetzt in Schule vielleicht angepasst? Weil ich würde es erstmal trennen, bevor man das so alles in einen Topf wirft, weil dann kommen wir sehr schnell in solche pädagogischen Allgemeinplätze rein, wo wir uns am Ende alle wohlfühlen, weil wir von Erfahrungswelten und so gesprochen haben, und glücklichen Kindern und erfolgreichen Lernprozessen. Aber wir haben nichts, wir haben kein Problem gehabt. Also um das aufzugreifen, du hast vollkommen recht, aber ich finde es. Ich möchte nicht, dass du sagst, dass ich recht habe, sondern ich möchte, dass du sagst, du hast nicht recht, weil. Du musst ja, aber ich finde das absolut spannend, was du sagst, denn ich kann mir vorstellen, dass es so eine Situation vor einigen Jahren nicht gegeben hätte, dass man sich über solche grundsätzlichen Dinge überhaupt Gedanken macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Lehrer in den 70er Jahren haben das gemacht. Lutz, danke, gut. Okay. Aber den Lernbegriff in Frage gestellt. Ja, und zu sagen, passt der Begriff Unterricht noch, passt der Begriff Schule noch, passt der Begriff Lernen noch, passt der Begriff, was wir ja in unserer Session getan haben, Lehrer und Schüler überhaupt noch, das ist unter den Bedingungen des neuen Leitmediums in einer ganz anderen Weise gestellt und mit viel mehr Druck, mit viel mehr gesamtgesellschaftlichem Druck und viel größerer Notwendigkeit. Die Reformschulen der 20er oder später der Reform aus den 70er Jahren, die haben den Druck von dem neuen Leitmedium gar nicht gehabt. Die
wir haben sozusagen wirklich noch Industriegesellschaft, die waren ja noch in der Moderne, da sind wir nicht mehr. Und die haben ja auch deswegen keinen Eingang gefunden in die Regelschule, weil sie sozusagen eigentlich immer nur die Kehrseite der Medaille waren. Die Reformschulen, die gibt es mit Dewey, Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, ne? Also zum 19. auf 20. Jahrhundert, genauso lang, wie es die staatliche allgemeine Pflichtschule gibt. Es ist also immer schon beides gleichzeitig aufgetreten. Und deswegen ist es jetzt, kann man anknüpfen natürlich an die Reformgeschichte, an Dewey, Projekt lernen und so weiter. Aber das ist auf einem ganz neuen Niveau anzuknüpfen. Das ist nicht einfach, wir nehmen, was da schon vor 100 Jahren Gutes war, sondern wir müssen neu anknüpfen unter den Bedingungen eines vollkommen neuen Leitmedien, was eine neue Kultur hervorruft. Das ist Kulturkonstituieren, dieses neue Leitmedium. Digital. Das digitale Medium ist Kulturkonstituieren, wenn ich mal mit Dirk Becker oder mit Giesecke aufzählen darf. Es hat die deiktische Kultur gegeben, es hat die Sprachentwicklung gegeben, da war Sprache das Kultur, Kommunikationsmedium, Kulturkonstituieren. Dann hat es die Buchdruck, dann hat es die Schriftentwicklung gegeben, dann hat es die Buchdruckgesellschaft gegeben, die ist verknüpft mit, oder war die Voraussetzung für die Industrialisierung. Und jetzt sind wir danach in einer Kultur, die kann man Next Society nennen, wie Dirk Becker oder Lernkultur wie Rückrieg und Erdmann oder Wissensgesellschaft oder wie auch immer, digitale Gesellschaft, aber auf jeden Fall ist klar, wir sind in einer neuen Kultur. Die Frage ist, ob die, die ausdifferenzierten Systeme aus der Industriekultur, die ja da überhaupt sich erst ausdifferenziert haben, ob die heute so noch passen und ob es reicht, sie zu verbessern, zu optimieren oder ob der Anpassungsprozess an die neue Gesellschaft, die ja erst am Horizont steht, wo wir ja erst im Übergang zu sind, ob der dazu führt, dass die Systeme sich so vollkommen verändern, dass wir natürlich auch die ganzen Begriffe damit nicht mehr gebrauchen. Da hätte ich mal eine Frage. Ist das System überhaupt dazu in der Lage, sich erstens zu ändern und zweitens so schnell zu verändern, wie das eigentlich nötig ist? Weil wir haben in vielen Bereichen diese Problematik mit der Geschwindigkeit. Und wir hatten in den Jahrhunderten vorher einen entscheidenden Reset-Knopf, den wir nicht mehr haben im Krieg. Also nach den Kriegen ging es immer relativ neu los. Den haben wir nicht mehr. Und ich finde, in vielen Prozessen sind diese Bräuche des Kultusministeriums und sowas, also die Institutionen, finde ich, sind so verrostet, so weit weg von den anderen Realitäten, von eurer, von der, wie ich sie hier höre, dass ich da im Moment extrem pessimistisch bin. Weil wir keinen neuen Reset-Knopf haben. Ja, und daran anknüpfend, also was sich wie so ein rotes Band heute durch den Tag zog, wie kann man diesen Leitkulturwechsel hinbekommen in Schule? Da war aus der Industrie jemand dabei, aus der Uni jemand dabei, aus der Schule jemand dabei, also alle sagten, alles lief darauf hinaus, dass es anfängt mit der Lehrerpersönlichkeit. Dass das die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt Schule neu zu denken, um anders zu kommunizieren. Und klar haben wir einen Leitkulturwechsel, aber ich weiß nicht, ob der Mensch sich so ändert. Und ob mir diese Jahre der Schulkultur, ich bin da ganz ratlos, wie man da Änderungen machen kann. Also das System neu zu starten, ist ja auch unrealistisch. Das wird so nicht passieren, glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem ist eher das, was Lisa gesagt hat, das ist am Horizont erkennbar. Und was wir jetzt konzeptualisieren, was wir versuchen zu umreißen, ist ja nur der Beginn eines Veränderungsprozesses, wo ich überhaupt nicht sagen kann, wo der hingeht. Das heißt, wenn ich heute darüber rede, wie müsste Schule anders gestaltet sein, dann kann ich das überhaupt noch nicht tun. Das heißt, das Einzige, was man heute von Schulen da erwarten könnte, wäre irgendwo eine Offenheit oder der Prozess, dass absehbar ist, dass man Grundannahmen, auf denen man bisher sein Handeln gebaut hat, in Frage stellen muss. Mehr kann man ja eigentlich im Moment noch gar nicht erwarten. Ich denke, es gibt schon Sachen zu sehen, nämlich außerhalb der Schule. Und da knüpfe ich nochmal an, was ich vorhin auch gesagt habe am Anfang unserer Session. Es gibt ja nicht nur Lernen in der Schule. Das ist ja eine Verengung aus der Lehrerperspektive. Es gibt ja ganz viel Lernen, vor allen Dingen neben der Halbtagsschule war mindestens ein halber Tag und auch noch nächteweise Lernen ohne Schule. Und das können wir beobachten, informelles Lernen.
nonformelles Lernen, wildes Lernen, was weiß ich kann das alles aufzählen, was ganz anders funktioniert als Lernen in Schule. Das sind alles Sachen, die hat es schon immer gegeben, aber jetzt stellen wir plötzlich fest, dass diese Lernformen in den Vordergrund rücken und viel wichtiger werden. Wie lernt man den Computer? Vorhin war jemand, der hat gesagt, ich glaube du warst, oder wie, was ist das Medienkompetenz? Wie lernt man das? Das ist noch nicht systematisch, also Schule lernt ja systematisch in Form von Lehrgang und Training und so weiter. Und Medienkompetenz ist das Erste, wo jetzt nach 5 Jahren oder 6 Jahren Web 2.0 die Gesellschaft beginnt zuzugeben, dass das was ist, was crucial ist, also was unbedingt nötig ist als das zweite Literacy oder vierte Kultur oder wie auch immer das genannt wird, Kulturtechnik oder was auch immer dafür gefunden wird als Wort, so wichtig ist, und gleichzeitig stellt man fest, da ist nichts systematisch vermittelbar, so wie Schule ist systematisches Lernen. Und Media Literacy wird gelernt in informellen Zusammenhängen. Und wenn wir wissen, dass ich habe meine gesamte Beginn meiner Media Literacy habe ich von Schülern gelernt, im Unterricht, in dem haben wir die Verhältnisse umgekehrt und ich habe Austausch mit den Schülern gepflegt, die haben mir beigebracht, vor 10 Jahren mit dem Internet umzugehen. Da hat sich zum ersten Mal für mich in meinem eigenen Erleben, die Rollen stimmten nicht mehr in der Schule. Und genauso findet man es auch an ganz vielen Ecken, dass plötzlich irgendein Paradigma nicht mehr stimmt unter den Bedingungen des neuen Mediums. Und was ich unheimlich wichtig finde, ist zu erkennen, und deswegen meine ich, Lernen und Unterricht müssen wir auch zu analytischen Zwecken trennen, damit wir begreifen, dass Lernen neu gerahmt werden muss. Wir brauchen ein Reframing dessen, was Lernen bedeutet, damit wir erkennen können, wo Unterricht das Lernen begrenzt. Und zwar so begrenzt, dass wir nicht mehr das lernen können, was wir jetzt in der jetzigen und zukünftigen Gesellschaft brauchen. Heute Morgen fiel die Formulierung, man kann niemandem das Schwimmen beibringen, wenn man es nicht schwimmen kann. Ich glaube, das kam von dir. Wenn wir eine solche Formulierung im Raum haben und darüber reden, wie im Rahmen eines angenommenen, sich immer stärker als faktisch vorhandenen Leitkulturwechsels Lernen neu aussehen kann, dann bin ich aber auch ganz schnell wieder an dem Punkt zu sagen, wir müssen nicht nur beim System anfangen, wir müssen nicht nur beim Schüler, bei den Schülerinnen anfangen, bei Lernenden anfangen, sondern, du sagst, mit der Person des Lehrers oder der Person des Lernprozessbegleiters oder wie auch immer man diese Person, die diese Prozesse mitbegleitet, nennen mag. Also heißt das, wir müssen uns diesem Leitkulturwechsel als Leitmedienwechsel aussetzen. In eine neue Kultur. Aussetzen und quasi auch daran partizipieren, teilhaben, um Erfahrungen zu sammeln und dieses Medium überhaupt kennenzulernen, um aus diesem Lernprozess, den wir selbst vollziehen, Lernprozesse heraus begleiten zu können, die andere dann gehen sollen. Das heißt, die große Herausforderung des Lernraums ist, wenn ich jetzt mal wieder architektonisch gehe, mein eigenes Arbeitszimmer mehr und mehr in eine digitale Schaltzentrale. Der Vernetzung, des Arbeitens, des leidenschaftlich miteinander Streitens über die Distanzen hinweg. Personal Learning Network. Genau. So wie wir das ja im Web 2.0 quasi alle, die hier sitzen, machen, weil wir uns ja quasi auf diesen Wegen begegnet sind und schon seit längerem diskutieren, streiten. Und daran anschließend. Und zwar versuche ich jetzt, also meine Vorstellung eben war, am Horizont ist etwas zu sehen. Und das ist das, was danach im Leitmedienwechsel kommt. Verbunden, wenn ich mich kritisch hinterfrage, mit der Vorstellung, dass auf jeden Fall was absehbar Festes auch wieder kommt. Vielleicht ist eine Qualität einer neuen digitalen Kultur eben gerade, dass es nicht mehr klare Regeln gibt. Ich kann das jetzt schwer formulieren, aber ich versuche mal das Bild Web 2.0, Vernetzung, Twitter. Wir können auch Blogs und RSS-Feeds oder sonst was nehmen. Ein wesentliches Gefühl, was glaube ich jeder, der das nutzt, in den ersten Tagen, Wochen hat, ist eine vollkommene Informationsüberflutung.
bis man lernt, sich diesem Strom einfach nicht entgegenzustellen, sondern ihn einfach an sich vorbeifließen zu lassen. Das heißt, die Kontrolle über die Informationen abzugeben und fest darauf zu hoffen, dass etwas, wenn etwas kommt oder wenn etwas für mich relevant ist, dass es mich schon irgendwie erreicht. Das bedeutet aber einen vollkommenen Wechsel, zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie ich Zeitungen lese. Ich lese Zeitungen noch, aber eigentlich nur noch, um zu gucken, ob das, was ich gestern schon gelesen habe, heute auch noch bei den Zeitungen wichtig ist. Ja? Das heißt aber, dass es da auch einen Wechsel gegeben hat in der Art und Weise, wie wir das machen. Das heißt, man hätte sich das mit der alten Zeitung in der Hand gar nicht vorstellen können, wie das danach ist, weil das ist ja eine vollkommene Überforderung. Das heißt, jede Vorstellung von uns, die eine zukünftige Gesellschaft und damit auch eine zukünftige Schule, Bildungsinstitution, wie auch immer wir sie nennen wollen, aussieht, ist im Grunde genommen... Und das können wir jetzt schon verwerfen, weil wir sagen können, wir können es uns gar nicht vorstellen, weil wir uns wahrscheinlich ständig sagen würden, nee, so weit können wir doch gar nicht denken, weil das überfordert uns. Aber die Administration reagiert doch schon längstens darauf. Zumindest in einigen Bundesländern, die jetzt weggehen von den Lehrplänen hin zu Bildungsstandards und Kerncurricula, die aber auch den Schulen die Möglichkeit erlauben, zumindest in einer ideal gedachten eigenständigen Schule, Profile zu entwickeln, die zumindest schon einmal zu dem Kontext passen, in dem eine Schule angesiedelt ist. Und eine Schule in einer Großstadt, möglicherweise auch noch in sozial speziell aufgestellten Bereich einer Großstadt, ist in einem anderen Kontext angesiedelt, als jetzt beispielsweise eine Landschule oder ein Gymnasium in einer Kleinstadt. Das heißt, darauf kann man jetzt schon so langsam reagieren. Das heißt, da ist ja etwas, möglicherweise ein Reset. Knopf PISA-Schock, denn das war wohl so eine Art Reset-Knopf, in Gang gekommen, was jetzt so langsam läuft und das ist ein Prozess, an dem wir ja auch mit all unseren auch Unklarheiten beteiligt. PISA ist Max. Ja, also, kommen wir zu dir zurück. Also ein Grundmerkmal in der Industriegesellschaft ist ja, dass man Sicherheit hatte und Verlässlichkeit und man wusste, wie man erfolgreich lebt und erfolgreich lernt, war alles klasse. Und diese, die Menschen sind ja nicht weg. Ja, also klar, diese Bedürfnisse sind immer noch da. Da muss man ja irgendwie umgehen, auch als Schulsystem, mit diesen Bedürfnissen, dass sie noch da sind, dass sie auch ihre Berechtigung haben. Jetzt alle zu sagen, okay, kommt zwar was, wir wissen aber nicht was, und wo geht's hin, das ist mir doch ein bisschen zu wenig. Also ich weiß ich nicht, ich mag Menschen nicht so damit, dass ich mag da nicht drauf stehen bleiben. Das ist oft so passiert. Lisa schimpft mich immer deswegen, dass ich so konkret werden will, aber weiß ich nicht. Das ist mir zu unklarer Raum, zu undefinierter Raum. Vielleicht bin ich zu sehr Industriegesellschaft noch, obwohl ich im Netz unterwegs bin. Da habe ich Schwierigkeiten mit. Die Schüler haben da auch Schwierigkeiten. Die flüchten. Ja? Die nutzen die Medien ja gar nicht so, wie wir uns das manchmal wünschen, sondern ganz anders, für ganz andere, um andere Bedürfnisse zu befriedigen. Aber jetzt wärst du konkretistisch. Das ist was anderes als konkret. Also konkret, denke ich, hilft vollkommen die Vorstellung, dass wir jetzt sofort irgendwie den Change hinkriegen müssen. Ja, wir nähern uns dann dem Ende mit Rilkes Gedicht Kindheit. Da rinnt der Schule lange Angst und Zeit mit Warten hin, mit lauter dumpfen Dingen. O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen. Und dann hinaus. Die Straßen sprühen und klingen, und auf den Plätzen die Fontänen springen, und in den Gärten wird die Welt so weit. Und durch das alles gehen im kleinen Kleid ganz anders als die anderen gehen und gingen. O wunderliche Zeit, o Zeitverbringen, o Einsamkeit. Und in das alles fern hinauszuschauen, Männer und Frauen, Männer, Männer, Frauen und Kinder, welche anders sind und bunt,
und da ein Haus und dann und wann ein Hund und Schrecken lautlos wechselnd mit Vertrauen. O Trauer ohne Sinn, o Traum, o Grauen, o Tiefe ohne Grund. Und so zu spielen, Ball und Ring und Reifen in einem Garten, welcher sanft verblasst, und manchmal die Erwachsenen zu streifen, blind und verwildert in des Haschens Hast, aber am Abend still mit kleinen, steifen Schritten nach Haus zu gehen, fest angefasst. O immermehr entweichendes Begreifen, o Angst, o Last. Und stundenlang am großen grauen Teiche mit einem kleinen Segelschiff zu knien, es zu vergessen, weil noch andere, gleiche und schönere Segel durch die Ringe ziehen und denken müssen an das kleine, bleiche Gesicht, das sinkend aus dem Teiche schien. O Kindheit, o entgleitende Vergleiche, wohin? Wohin?